Edinson Cavani sucht einen neuen Club. BVB wird als Käufer gehandelt. Dortmund BVB bewegte sich viel, viele Menschen. Dortmunds Austreibel ist in der Welt sehr berühmt. Hier finden Sie alles, was für traditionelle Clubs wichtig ist. BVB ist die zweitmächtigste Vereinigung in Deutschland. Das Dortmund-Team wurde von Trainer Edin Terzis ausgebildet. Hier finden Sie alles, was an Borussia Dortmund wichtig ist. August 2022. Kehl bestätigte, BVB, Übertragung vor dem Abschluss. Borussia Dortmund scheint mit der Verpflichtung eines neuen Stürmers konfrontiert zu sein. Der Sportdirektor Sebastian Kehl ging nach 1:0 gegen Bayer Leverkusen am Samstag im TV Sky Penast, dass BVB ziemlich weise war. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen etwas klarer sehen. Es könnte etwas passieren, sagte Kehl. Lesen Sie mehr darüber und über BVB-Kandidaten. BVB-Trainer Edin Terzis lobte Edinson Cavani. Um einen Ersatz für einen Stürmer zu finden, der Sebastian Haller krank war, sah sich Borussia Dortmund ganz Europa um. Medienberichten zufolge werden Profis wie Edinson Cavani, Edin Dzeko, Mauro Icardi, Giovanni Simeone, Krzysztof Pitek oder Anthony Modest diskutiert. Laut Informationen dieses Herausgebers wird BVB bald einen neuen Angreifer präsentieren. Haben Sie unseren WAZ-Podcast angehört? Jede Woche gibt es jede Woche die neuesten Informationen zu unserem Big District Club Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen. Hören Sie sich jetzt die aktuelle Episode an. Der Name Cavani, der in den letzten beiden Spielzeiten für den Top-British-Club Manchester United spielte und in 41 Spielen 12 Tore erzielte, wurde BVB-Trainer Edin Terzis vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen abgeschlossen. In SKYs Interview sagte er über erfahrene Angreifer aus Uruguay, er ist ein sehr guter Spieler, er zeigt seine Qualität an allen Stationen. Er wollte nicht mehr über die Möglichkeit der Übertragung sagen. Aus finanziellen Gründen ist es für den Cavis-Transfer nach BVB für BVB nicht möglich. Der 35-jährige Spieler ist frei, aber sein Gehalt kann nicht in den Rahmen gelangen. Bundesliga-Start, tausende von BVB-Anhängern treffen sich für Fanmarsche. BVB hat an diesem Samstag die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Top-Spiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen begann mit 18:30 im Signal Iduna. Euphorie unter Borussia Dortmund-Fans ist großartig. Tau.